Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Roller Mingwanz, und ich heiße euch heute alle wieder herzlichstens willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen und mal gucken, was die so auf dem Kasten hat, ne? So, gucken wir mal. Als Oberherrn haben wir Ischmotz, den Menschenfresser. Ich finde, die Koteletten passen super gut zu dem irgendwie. Ja, ein richtiger Butcher ist das, das muss man echt sagen, ey, geil. Ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen nackig für so einen Oberherrn, aber gut. Ja. Ja, geht ja auch. Gunt, der Frevelhafte. Mich eigen. Ob das jetzt hier ob hier ein Thema dabei ist, sehe ich jetzt auf Anhieb nicht unbedingt. Das hier ist jetzt ein Bestienmeister. Vielleicht hat es mit irgendwas so hier drin. Ich guck mal gerade. So, auf Anhieb, gut, Bestien schlechter, ja, gut, das wäre aber jetzt, weiß nicht. Mal so ein Ogbur, den Rüstungsschmied, coole Rüstung auf jeden Fall, naja, braucht er halt auch als Schmied, sollte er auch eine gute Rüstung dabei haben, ne? Ja, was haben wir hier, Horklick, den Verdammten, auch mit am Start, Berserker, sieht cool aus auf jeden Fall, die Fluchbomben, die tun auf jeden Fall ihren Zweck bei dem. Amuk, der Verbitterte. Nice one. Ehemalig war das anscheinend ein Narbenkünstler. Coole Sache. Gefällt mir gut. Oh, Scharfschützenschuss hat der Kerl auch mit dabei. Ja, ja, ja. Shaka, der Amputierer. Rot. Okay, cool. Könnte sogar mal ein Köder gewesen sein. Oh, Entschuldigung. Oh. Uiuiui. Und einen Fassausschaber. Oh. Feuerbomben hat er auch mit am Start. Ja, Zerstörer, ne? Dann gucken wir mal, was die Festung noch so zu bieten hat. Bisher sehe ich da eher nur eine Mischmasch-Festung, ne? Ah, wir stehen wieder hier im schönen Serigost. Und mal gucken, was wir denn jetzt hier drin haben, ne? Ist ja, muss geschaut werden. Ne? Muss ein bisschen geguckt werden, ne? Unsere Belagerungsbestien haben komplett einen guten Feuerschutz, ne? Aber erst einmal müssen wir uns um die Armee kümmern, ne? So, was haben wir denn hier? Oh, ein paar mehr gezeigt. Was haben wir denn da? Ruck, der Boot, der Verbitterte. Cool, noch ein Verbitterter. Nice one. Schöne Sache. Was haben wir hier? Kugel, die. Nee, Gluck, die Bluthand. Interessant. Ja, nice Rüstung vor allen Dingen. Sieht cool aus. Ui, Stakuga, der Sklave. Sehr geil. Freut mich, einen Sklaven wieder mal dabei zu haben. Die haben meistens auch so schönes Geschwätz dabei. Dann haben wir noch Gruck, den Beobachter. Auch lange nicht mehr gesehen, Beobachter so. Mok, der Hautfresser. Auch cool. Sieht nice aus, der Junge. Dann haben wir noch Olrok, der Grabgräber. Nicer Name auf jeden Fall. Ich mag den Helm extrem. Mal wieder Boot. Gucken wir uns ein bisschen hier um, ne? Ugol der Eiserne. Das ist doch mal ein schöner Name. Und Nekromantesa auch, der Junge. So gehört sich das, ne? Rasch der Abhäuter. Die Abhäuter, ja, die sehen schon geil aus. Muss, sehen cool aus, ja. Ortok, der Grogbrenner. Ja, der hat sich ja, ein bisschen. Der hat gelernt, dass Alkohol brennt, ne? Der Junge. Das kann doppelt brennen, das Zeug. Luka, der abscheuliche Alter, ist der fett gepanzert. Ach du meine Fresse. Das ist ein Berg. Das ist krass. Und Takra, der Verbitterte. Das sind viele Verbitterte hier drin, ne? Uiuiui, das wird wehtun, glaube ich. Das könnte ganz gewaltig ziehen. Dann wollen wir mal anfangen, ne? Sieht auf jeden Fall nach einer guten Truppe aus, die hier eingesetzt wurde. Also, was ich jetzt bisher gesehen habe. Die Jungs könnten ganz gute Kämpfer sein. Vor allen Dingen sind viele Verbitterte dabei, was ich ganz geil finde. Das ist so das Gegenteil von einem Schamlosen, weil die sehen diese Beschämung als echt, das hassen die, diese Pest. Also. Hi! Du meine Scheiße! Stirb, du Schwein! Oh. Nein, 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 nein. Oh. Der Gauner. Ah, guter Einsatz, aber von einem Gauner auch noch dabei. Meuchler ist auch mit am Start. Bestienmeister. Vorne dran. Und der schwätzt mit uns geil. Ich will mehr Abwechslung, Tag. Und ich weiß auch, wie ich sie bekomme. Kein Problem, ich bring dich heute um. Das ist doch Abwechslung genug.
Also ich habe jetzt, das ist eher eine Mischmasch-Festung, ja. Ui je. Meine Scheiße, ey. Hier stehen sie alle und wollen kämpfen. Ich gebe den jetzt erstmal richtig als auf die Schnauze. Moment. Oh, scheiße. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Aber viel Schaden macht er ja nicht. Wie nennst du mich? Schwächling? Du Schweinebacke. Scheiße. Hawk, tu etwas. Bring jemanden um. Erschlag sie. Schlitz sie auf. Ist mir furzegal, was du machst. Aber tu etwas. Da zieht sich schon einer zurück. Auch nicht schlecht. Auf geht's, ihr Maden. Oh, scheiße. Oh, kacke, 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 kacke. Ah, und was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich bin auf einen Artikel gestoßen, der behandelt tatsächlich ein Remake eines Spieles für ein uraltes Spiel. Das muss man ganz ehrlich sagen, uralt, das ist, ich sag mal, so an sich von Herr der Ringe ist es eines der ersten für die Xbox war eines der ersten Spiele, ja, für die Xbox von Herr der Ringe. Gucken wir erstmal zu, was der sagt. Der dunkle Herrscher holt sich deine Seele. Na klasse. Hätte auch was Besseres raushauen können. Also, es handelt sich hierbei um Middle-Earth oder The Lord of the Rings Conquest. Im Deutschen ist der Titel Der Herr der Ringe, die Eroberung. Oder Der Herr der Ringe, die Eroberung. Und es ist eines der wahrscheinlich genialsten Spiele überhaupt. Das Originalspiel, das man damals noch für die Xbox bekommen hat. Ich weiß gar nicht, ob es man auch für die PS2 oder PS3, ob man das damals so, weil für die 360 war das, ob es das auch dafür gegeben hat, oder ob das wieder so ein spezieller Teil war. Es war von... Komm, ich zeig dir, was ich meine. Naja, gut, dann bring ich dich erstmal um. Ich reiß dir trotzdem das Herz raus. Ah ja, okay, sehr schön. Dann weiß ich ja, wo ich bin. Das ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Es ist ein bisschen aufgebaut wie Battlefront. Aber in Herr der Ringe-Style. Also ihr spielt einen ganz normalen Soldaten, könnt auch mal einen Helden spielen. Aber primär seid ihr ein ganz normaler Fußsoldat. Und das finde ich extrem geil. Es ist rundenbasiert. Ich bin normalerweise eigentlich eher so ein bisschen RPG, finde ich eigentlich immer ganz gut. So. Vor allen Dingen mal mit einem schönen Open World, ne? Ist so meins, ja. Aber das Spiel muss ich echt sagen, es war auch eines der ersten, das ich jemals gezockt habe. Danke, dass ihr den Grogbrenner umgebracht habt. Ist ja nicht so, dass ich ihn auch gerne mal aus der Nähe begafft hätte, aber ja, was soll man machen, ne? Ist wirklich, also ich freue mich richtig, dass es davon Dings gibt. Da ist noch Beobachter gewesen als Armbrustschütze, cool. Oh, alles klar. Bin gerade richtig am Töten, ey, geil. Scheiße. Danke, du Schweinehund. Es würde mich jedenfalls freuen, wenn es das für die PS5 bzw. PS4 gibt. Weil es war so meine Anfänge, widerspiegelt das fast schon. Da gab es noch Two Worlds, das hat auch so 360. Tekken habe ich früher sehr, sehr viel gespielt. What the fuck geht denn jetzt ab? Yo, was ist denn das für ein Gemetzel heute hier? Die bringen ja... Wow! Bin ich ja gar nicht gewöhnt von Seragost. Danke. Ugol, verpiss dich.
Oh, scheiße. So. Kann ja nicht sein. Ich muss ein bisschen was für meinen Kill-Count machen. Ja. Das ist mir nur aufgefallen. Ich fände es persönlich richtig geil. Mal so für diejenigen, die es nicht kennen. Ja. Es ist... Es behandelt, mal eigentlich eher so die, Kämpfe, die man, oh, einen coolen Peiniger. Alles klar, der spricht davon wie von Wein, hey. Erlesensten Qualen läuft, ey, meine Scheiße. Ich war noch nie sowas für Tastings. Ey. Da hast du beispielsweise, bist du in Minas Morgul, hast du gekämpft, du hast... Ich find's einfach geil, wenn du da wirklich mit so einer riesigen Armee kämpfst, es ist wirklich unglaublich groß, dass die Schlachten... Das sind nicht so nur so 200, sage ich jetzt mal, da... Das ist schon wirklich... Also da hast du NPC-Massen, wirklich richtige Massen, unterschiedlich starke Krieger, natürlich Kämpferklassen. Ich fänd's geil, wenn das so ein bisschen Moderator eingestellt würde, bei dem ursprünglichen Spiel... Gut, ich sag mal so, man muss nicht zu viel haben. Man kann als End spielen, man kann einen Ork spielen, man. Oh, hi! Endlich treffen wir uns. Und du erfüllst meine Erwartungen. Alles klar, läuft. Gut, ich sag mal so, die NPC-Skins sind jetzt natürlich jetzt. Waren damals nicht so ausgeklügelt. Die haben sich sehr wiederholt. Es gab ein bisschen, eine gewisse Variation gab es. Auch wenn ich sagen muss, die, ja gut, die Farbe, die Farben, die da benutzt wurden. Bei Mordor, das war mehr so ein Schwarz-Braun war das eher so, was man da, auch wie man es aus den Filmen kennt. Nur halt bei weitem nicht so, die, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man da auch mal einen hatte, der keine, es gab auch welche, aber die sahen dann alle gleich aus. Ein bisschen, ich fände es cool, wenn es in einem Remake, wenn es das auch gibt, ja, und es nicht einfach nur so wieder so... Das wird kommen, auf jeden Fall, weil da irgend so ein Leak ist mal durchgekommen und am Ende wurde das Projekt dort doch abgeblasen worden. Sowas gibt's ja leider wirklich. Ja. Ich erwarte immer noch, dass, die Bekanntgabe von Darkborn, dass es da weitergeht, ne? Aber das Spiel ist auch so eins, das wahrscheinlich niemals kommen wird, ne? So schade. Ohne die Schreie des Menschenpacks wär's doch öde. Was zum Teufel? Was bist denn du für einer? Aber was mir jetzt gerade auffällt, es könnte eine Festung der Beschämten sein, ne? Ich glaube, die waren bis jetzt alle beschämt. Hier. Nee, der ist nicht beschämt, glaube ich. Alles klar. Jedenfalls, cool, aber auch mal einen Abhäuter wieder zu sehen. Das ist ganz nice. Ja. Das ist so. Das wäre schon, muss ich echt sagen, das wäre schon so ein Spiel, wo ich echt sagen muss. Top. Boah, wisst ihr noch, was eure ersten Spiele so waren? Auf der Konsole bei mir war es. Gut, ich habe auch vorher, habe ich die Wii gehabt, eher die PS2 vor der Xbox 360. Da kam erstmal das Zocker-Dasein von mir richtig so dazu, wo ich angefangen habe. Ja gut, Zocker, eher Gamer. Ich habe nie so viel gespielt, dass ich gesagt habe, wirklich bin, dass ich da schon so krass, also, man merkt man ja auch von meiner Upload-Rate, ne. Ich würde, ganz früher, boah, da war noch der Nintendo, war da noch der DS. Als, und dann noch die PSP, PlayStation Portable, also alles in dem Form, ist es ja gar nicht mehr so, sage ich jetzt mal, da ist jetzt vieles ist ja durch die Switch ist ja da verloren gegangen, auch eine geile Konsole auch an sich, also, oh ja, ist so schön, so mal ein bisschen nostalgisch dazu, anzufangen. Boah, ich erinnere mich noch an Star Wars Battlefront für die PS2. Auch geil. Ach ja.
Das ist so schön. Einmal wieder diese alten Spiele. Das ist wie so ein Stück Jugend, was man zurückerhalten kann. Richtig geil. Oh, leck mich am Arsch. Leck mich, nein, Mann. Der ist ja untot. Wer hat dich zurückgeholt, du Schweinebacke? Oh, leck mich doch am Ärmel, was soll denn das? Nein, 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 bitte nicht. Oh, shit. Oh, wir haben es geschafft, sehr gut. Was ist denn das eigentlich? Oh, eine Aschenhaut. Cool. Zack, weg ist er. Oh, cool, der Unotote steht auch auf unserer Seite mittlerweile. Auch gut. Aber den machen wir jetzt auch platt. Der zündelt aber auch nicht, ne? Manche... Na doch jetzt. Ah ja, sehr gut. Verbrannt, trotz dass er vereist ist. Das ist natürlich auch... Das entspricht der Naturgesetzen. Ah, scheiße. So, jetzt. Ach ja, du meinst, du kannst abhauen. Ha, weit gefehlt. Hä? So. Kann ja nicht sein. Es sind schon zu viele entkommen. Jetzt geht's wieder. So. Willst du mich herausfordern? Ich liebe Herausforderungen. Nein, ich auch. Bin nur hier, um dich zu töten. Ah ja. Schönes Ding. Der hat ja seinen großen Knochen. Ist wahrscheinlich auch seine letzte Mahlzeit gewesen, so. Hat er sich gedacht, oh ja, der Schmied ist so scheiße. Da brauche ich mal. Nehme ich den Knochen, der macht mehr Schaden. So. Ja. Ah, Tacke. Na los, komm. Nimm das. Oh. Na los, komm. Autsch. Scheiße. Ey, was soll denn das? Der verprügelt gerade meinen Grauk. Ja, komm her, du Lappen. Scheiße. Gut gemacht, Ratak. Schön. Ja. Auch gut. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, Abo oder. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und. Ciao.